Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder. Heute möchte ich sprechen über Markus 9. Hier gibt es ganz wichtige paar Verse. Eine von denen sagt sogar, wenn wir jemandem einen Becher kaltes Wasser geben im Namen Jesu, dann wird es uns nicht unbelohnt bleiben. Ich lese, wie es steht, geschrieben. Wer aber euch drängt mit einem Becher Wasser in meinem Namen, darum, dass ihr Christo angehört, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unvergolten bleiben. Jemand gibt uns einen Becher kalten Wasser. Oder wir geben jemand einen Becher kaltes Wasser. Wie geben wir es? Wir geben es ihm als einem Christ, als einem, der zu Jesu gehört. Wir geben es so, als wir im Namen Jesu es tun. Und mir ist ganz interessant, wir leben ja jeden Tag nicht nur so in Gedanken, dass ich jemand was gebe und sage, gebe ich es dir im Namen Jesu. Ja, wir leben einfach jeden Tag und sind in Verbindung mit unserem Herrn Jesus. Wir versuchen diese Verbindung nie unterbrechen, dass wir immer mit ihm im Kontakt sind. Ja, wir freuen uns und wir danken ihm für das, was wir um uns haben. Wir danken für die Familie, für das Wetter, für alles, was er uns schenkt, für die Gesundheit. Und da kann man immer dankbar sein. Und in dieser Dankbarkeit geben wir auch jemand etwas. Und dann ist es auch etwas, was wir im Namen Jesu geben. Wenn wir es geben, einfach im Gedanken, jemand etwas auch Gutes zu tun, weil er es braucht. Nicht etwas dafür zu haben. Und das bleibt schon also für Gott eine gute Tat, die er für uns vermehrt. Es geht aber hier weiter. Der nächste Text sagt hier auch, wenn wir auch nicht gut handeln gegen unsere Mitmenschen, was es für Folgen hat. Und wer der Kleinen einen ärgert, der an mich glauben, dann wäre es besser, dass ihm ein Mühlstein an seinen Hals gehängt werde und ins Meer geworfen würde. Soll dich aber deine Hand ärgert, so haue sie ab. Es ist besser, dass du als ein Krüppel zum Leben eingehst, denn dass du zwei Hände hattest und fährst zur Hölle in das ewige Feuer, da ihr Wurm nicht stirbt, da ihr Feuer nicht erlöscht. Zwei Sachen. Einmal, man kann auch einen Menschen ärgern. Das heißt, etwas tun, dass er von dem Glauben wegkommt. Jemand hat geglaubt, er ist noch klein im Glauben, aber er hat geglaubt an Gott, hat ihm vertraut, sein Leben. Und dann merkt er, wie du lebst. Er merkt in deinem Leben eine Lüge. Er merkt in deinem Leben etwas, was ihn abstoßt. Und er sagt, ja, sie sind alle so. Und er täuscht sich dann von allen Menschen, von Christen, meinst du, alle sind so, vielleicht noch von jemandem, der ihm auch also so einen Ärger gibt. Und er wird nie mehr glauben. Wenn einer nicht mehr glaubt, weil er sich an dir oder an mir stoßt, dann sagt Jesus, solch einen Menschen, der den anderen ärgert, sollte meinen Mühlstein ans Hals hängen und ersäufen in einem Fluss, in einem Meer, wo es am tiefsten ist. Ja, so sagt er das. Und ich denke, wie wichtig, dass wir jeden Menschen im Auge haben, gerade zu helfen, mit einem Becher Wasser, mit etwas Gutem tun. Oder auch stärken den Glauben beim anderen, wenn man sieht, er ist sowieso schwach. Wem ist man da vorsichtig handeln? Der dritte Teil ist, wenn in dir etwas dich ärgert. Er sagt die Hand. Ja, aber gemeint ist alles, was dich ärgert. Zum Beispiel, einer kann nicht vergeben. Habt ihr schon solche Leute getroffen? Ich schon. Die können es nicht vergeben. Oder wenn sie auch sagen, ich hab's vergeben, aber in der Praxis ist es nicht so. Immer wieder steht etwas zwischen zwei Leute. Sie kennen nicht mehr miteinander wie früher, weil da die Unvergebung da ist. Und es ist ganz interessant, die Unvergebung, die muss aber abgehauen werden. Wir müssen wieder vergeben. Ja, manchmal dauert es ein wenig oder Zeit, aber es muss weggehen. Schaut mal, welche Leute so neidisch sind. Sie können nicht glücklich sein, wenn du etwas mehr hast. Also wenn ein Nachbar hat ein besseres Haus, ein besseres Auto, bessere vielleicht Kinder. Ja, er ist neidisch. Und dieser Neid, der muss weg. Der muss weggeworfen mit dieser Hand. Also weg, ohne Neid. Also es kostet Arbeit, es kostet Entscheidung, es kostet immer wieder Arbeit an sich, weil sonst kommst du in die Hölle, heißt es. Ja, in der Hölle, wo also der Wurm nicht aufhört, dich zu nagen, irgendetwas. Du wirst immer wieder dort also gequält von diesen Gedanken. Warum habe ich so gehandelt? Oder es wird ein Feuer sein, sagt er. Also nein, wir wollen nicht in die Hölle. Wir wollen hier von allem loswerden, was uns stört. Und sehr vorsichtig leben, dass wir niemand zum Anstoß oder zum Ärgernis sind. Dass wir keiner durch uns vom Glauben weggeht.
Im Gegenteil, unsere Aufgabe ist, die Leute für Jesus gewinnen, sie zu Jünger machen, ihnen das Evangelium sagen, das Evangelium vorleben. Es ist so wichtig. Möge der Herr uns da sein sensibles Herz geben, dass wir immer, immer in Verbindung mit ihm sind, dass wir spüren, was wir tun. Weil wenn wir in Verbindung mit ihm sind, dann wird der Heilige Geist auch sagen, das ist falsch, was du tust. Und dann solltest du auch nicht mehr tun. Der Heilige Geist wird fördern, mach dieses, weil das bringt dich weiter, weil es hilft dem anderen Menschen. Ein ganz wichtiges Wort. Möge der Herr uns jedem, dir und mir helfen, wirklich auf diese drei Verse Acht geben in unserem Leben. Amen.